So, moin meine lieben Vlogger, kurzes Spontan-Video. Ich habe das noch nie gesehen bei einem Käse. Also ihr kennt ja ganz normalen Käse, hier Käseverpackung. Genau, eine Verpackung mit Käse drin. Es sind immer, keine Ahnung, 6, 7 Scheiben oder sowas drin. Und ja, jetzt gucke ich das mal an. Was ich für ein Käse? Ich glaube, das ist ein Unikat oder sowas oder ein Produktionsfehler. Der ist noch nicht auf, der Käse. Der ist komplett zu, neu verpackt, original verpackt. Ich dachte erst, ich wäre das selber gewesen, weil ich das manchmal mache. Ich lege ja mein Essen ab und dann mache ich manchmal noch so eine halbe Käsescheibe oder so rein. Aber jetzt hier ganz normale Käsescheiben, aber hier unten. Ja, ihr seht es richtig. Da ist einfach noch so ein Käsestück hinzugemacht. Wahrscheinlich haben die nochmal so ein Prüfprozess, so dass es halt, die sind halt immer 120 Gramm drin, dass dann halt, wenn da zu wenig ist, wenn die Scheiben irgendwie zu dünn sind, dass es dann noch irgendwie so ein kleines bisschen da dran macht. Ich mache nochmal den Beweistest hier, es ist zu. So, hier ist es auch zu. Ich habe das noch nicht aufgemacht, die Packung. Ich mache es jetzt auf. So, und der Kollege hier, ne, den wir jetzt hier gefunden haben. Hier ist er. Das ist er. Ich denke, der ist ja auch unbedenklich. Der wird jetzt verspeist. Mmh. Geil. Bester Käse, La Gruyère, kräftig. Der kommt jetzt auf meine Süßkartoffelpommes. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Der Ofen ist dreckig. Auf jeden Fall. Und morgen kommt ein Video. Der Ankündigungswort. Also wahrscheinlich mache ich morgen mein 14 Tage Fitness-Update-Video. Aufbau, Massephase. Seid gespannt. Bis dann. Abgevloggt.